Na, mein Gegner scheint ein bisschen stärker zu sein, wenn ich das da richtig lese im Overlay. 1374 gegen 1324. Kumanen gegen Kelten. Salam. Şiplermen. Salam. Gururmen. Evet. Gururmen. Madım açarım. Ich hier für zwei PCs. Okay, der will Boom. Oder wie oder was? Und ich natürlich erst recht. Okay, ist noch offen. Salam, Buruhanas.
So, wir sind schon mal auf dem Weg ins Castle Edge. Vielleicht meine Unit ausprobieren. Thank you.
Evet. Scheiße. Amuk Urnen, wo du hin hast. Amu keser, al haç keser men. Ahaç keser mi? Salam. Thank you.
men. Evet. Alhaç keser men. Thank you.
Ja, ich glaube, das war's. Ich habe mich einfach nicht mehr stabilisiert bekommen. Ich hätte wahrscheinlich noch weiter nach hier unten rechts auswandern müssen, weil ich aber irgendwie ein bisschen krank fand, wie der sich so lange so viel Gold-Units leisten konnte. Ich meine, der hat ja konstant Rams gemacht, Wood Raider. Schon ein bisschen komisch. Schubkarre. Uff, das war mal ein Late-Game-Geballer. Ich glaube, ich hätte seinen Castle-Edge-Push irgendwie besser verteidigen müssen.
Ich weiß nicht, wie man das mit Kuman in der Ecke besser hinbekommen hätte. So ohne Stonewalls und so fühlt sich das schon alles ein bisschen doof an. Und es ist krass, wie viel die Infanterie von denen aushält. Ich habe natürlich auch nie Elite-Kipchak bekommen. Das hätte mir wahrscheinlich noch mal viel gebracht. Boah, der hat nur 39 Militär gehabt. Ach nee, ich. Ich habe einfach nichts rausbekommen an Units. Krass. Ja, von als er unten links dann nochmal durchkam, das war übel. Da habe ich vorhin aber nicht so richtig mitgerechnet. Naja, gut. Ich mache mal eine kurze Toilettenpause und dann geht's gleich weiter.